zuletzt bei The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Nachdem wir uns durch den verwunschenen Irrgarten ein zweites Mal kämpfen, nachdem wir beim ersten Mal elendig failten, erhielten wir eine Maske, welche uns dabei helfen soll, die Energie der Gegner anzuzeigen. So wirklich funktionieren wollte das allerdings noch nicht. Anschließend erkundeten wir noch einige Inseln, welche umliegend von Präludien liegen, und dort konnten wir das ein oder andere Herzteil oder eine Schatzkarte mitnehmen. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, Freunde, und was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Beim letzten Mal sind wir hier an dieser Insel gestrandet und die sieht mir auch schon wieder irgendwie nach einer Art Challenge-Insel aus. Auf der Karte. Nein, ich wollte ihn nicht töten! Bitte gib eine Feder. Nein, ich wollte ihm eine goldene Feder klauen, weil von denen fehlen mir noch so viele. Guten Morgen, ich hab was für dich. Oh, das ist bestimmt von Terry, der VIP-Club, ne? Hübi, ich hoffe, es geht dir gut. Oh, nee, doch nicht. Ich hoffe, du hast genug von deiner Suppe. Ich wüsste so gerne, wo du jetzt bist. Aber vielleicht bist du ja gar nicht so weit fort. Hoffentlich hast du keinen Hunger, hoffentlich bist du nicht verletzt. Hübi, ich weiß, du magst es nicht, wenn ich mir immer so viele Sorgen mache, aber ich bin nun mal deine Großmutter. Ich habe dir mein Erspartes mitgeschickt. Oh nein, warum geben die mir mal alle ihr Geld? Oh, da habe ich ein schlechtes Gewissen. Das ist wie bei Spenden im Livestream. Und wenn die Ersparte 20 Rubine sind, dann... Oh, wir haben noch einen zweiten Brief. Wo wir erstmal wieder 10 Rubine zahlen müssen. Der könnte von Terry sein für den VIP-Club. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich als VIP-Kunde bei uns. Vielen Dank, dass Sie immer bei den Terry-Händlern einkaufen. Auf Ihrem Punktekonto. Da sind jetzt 30 Punkte zusammengekommen und deswegen sind Sie ab dem heutigen Tag ein VIP-Kunde. Sie erhalten einen besonderen Bonus, einen Laudatio-Schein, der in allen landesweiten Filialen gültig ist. Okay. Und was kann der? Ein Laudatio-Schein. Die ist nicht ganz klar, was es mit diesem Schreiben genau auf sich hat, aber man sollte ihn bei einem Terry-Händler vorzeigen. Okay, sehr interessant. Übrigens, habt ihr mir jetzt auch gesagt, wie ich die Maske einsetzen kann? Ne, habe ich sie jetzt auf? Jawohl. So sieht's aus. Ich habe hier nicht in meinem Item-Menü noch einen Pfeil, wo ich nach rechts und links gehen kann, auf dem Gamepad. Das wusste ich tatsächlich nicht. Danke da auf jeden Fall für eure Tipps. Aber hier kann ich die Maske an- und ausziehen. Und die werden wir jetzt gleich mal testen, ob wir die Lebensanzeige der Gegner sehen können. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür die Hilfe. As always, Leute, hier ist ein Fee drin. Okay. Aber jetzt gucken wir uns erstmal an, was es mit dieser Insel auf sich hat. Ein blauer Schleim. Oh, der ist aber hier auch... Der ist aber auch elektrisiert. Dementsprechend bauen wir hier jetzt erstmal unser Blatt. Das sieht man wieder nach so einer typischen Rätselinsel aus. Da vorne ist wieder irgendwas im Feuer. Und hier ist Eis. Das werde ich direkt mal auftauen. Ich denke, das wird nichts Schlechtes sein, oder? So, Pfeile wechseln. Hier, Feuerpfeil. Genau, weg damit. Okay, ein Loch. Lass uns doch mal da reingehen. Das wird doch hier nicht ohne Grund sein. Da bin ich mir ganz sicher. Wow. Fast, ich würde ja schon fast sagen, ein riesiger Schiffsfriedhof. Lebender, entzünde die 6 Fackeln und führe die Seele des durch die Dunkelheit irrenden Schiffs ans Licht. Ich bin hier wegen dem... Hat das hier was mit dem Geisterschiff zu tun? Hat das hier was mit dem Geisterschiff zu tun? Okay, hier ist sehr viel magische Energie. Aber mehr kann ich jetzt hier aktuell nicht tun, oder? Ich schätze, hier kann ich auch nicht klettern oder so. Nein. Okay, ich muss 6 Fackeln entzünden. Und die sind wahrscheinlich an 6 verschiedenen Orten. Okay, und wenn ich die 6 Fackeln entzündet habe, dann... Keine Ahnung. Werde ich vielleicht das Geisterschiff betreten können. Denn wir haben es ja schon mal gesehen, aber wir kamen ja nicht rein. Und vielleicht muss ich an 6 verschiedenen Orten auf der Karte eine Fackel entzünden. Und dann bin ich in der Lage, mit dem Geisterschiff zu interagieren. Denn auf dem Geisterschiff ist auch ein Triforce-Teil, wie wir gelernt haben. Oha. Und hier ist sogar... Okay. Hier ist sogar eine sehr wertvolle Truhe. Und komme ich irgendwie da hoch und da? Es ist alles sehr weird. Ich werde mal eben mir eine Möwe holen. Und mit dieser Möwe mal dort hoch.
auf die Nadelspitze fliegen, ne? Auf diesen Steinturm. Das kann doch, denke ich, erstmal nicht schaden. Einfach nur, um mal den Überblick zu bekommen, was da oben ist. Oh Gott. Ich werde schon wieder angegriffen. Moment mal, ich fliege mal ein bisschen hier rüber, um dann in den Bogen zurückzufliegen. So, ich muss noch weiter hoch. Oh mein Gott, wie hoch ist das einfach? Hier ist ein Schalter. Hier ist ein Schalter. Hier ist ein Schalter. Oh, und der wird bestimmt das Feuer ausmachen. Der wird bestimmt das Feuer ausmachen. Möwe, lass dich nicht von diesen riesigen Vögeln erwischen. Ich glaube nicht. Flieg, flieg und sieg. So viel dazu. Assenia, wir werden verfolgt. Möwe, ich glaube an dich. Oh mein Gott, ich bin viel zu weit oben. Möwe, jawohl. Du bist der beste Bird, den ich kenne. So, zack, zurück. Hast du ganz, ganz toll gemacht, Möwe. Hier ist übrigens noch ein Dekobaum. Ist jetzt ein wertvolles Item drin, mit dem ich das Geisterschiff sichtbar machen kann? So? Nö, einfach ein Herzteil. Und jetzt haben wir sogar einen neuen Herzcontainer dafür bekommen. Sehr, sehr nice. Okay. Aber dann denke ich, sind wir hier erstmal fertig und haben schon wieder eine neue Quest an der Backe. Und zwar die Fackeln entzünden, um mit dem Geisterschiff zu interagieren. Quest. So, Moment mal, ich gehe jetzt hier gleich nochmal runter und nehme jetzt hier mal den Greifhaken, um diesem blöden Biest hier gleich mal hier eine goldene Feder zu klauen, weil die brauche ich. So, und jetzt geh einfach drauf. Kann ich dich irgendwie so aus der Luft damit snacken? So, batz, batz, batz. Ich kann übelst looten. Hier ist noch einer. Jawohl, zack, noch eine goldene Feder. So, nicht anders muss das. Geht's drauf. Sehr schön. Ah, oh, böse Vögel. Gute Sache. Und sehr, sehr, sehr spannend, was es mit all diesem Zeug auf sich hat. Wir düsen jetzt aber weiter nach oben. 4 Kartenteile haben wir noch nicht aufgedeckt. Nur noch 4. Und das ist da vorne. Sieht schon ja direkt wie eine Piratenfestung aus. So, ich habe schon hier unseren Best Buddy gefunden, ne? Der uns jetzt erstmal das Ganze hier wieder aufzeichnen wird. Und auch das ist eine weitere Piratenfestung oder ein Riff oder was auch immer. Und hier, neulich bin ich doch tatsächlich auf der Nachbarinsel im Osten, ne, zu einem komischen Kauz begegnet. Der hat einen riesigen Rucksack umgeschnallt. Ich hatte den Eindruck, er würde dort nach irgendeinem Schatz suchen, aber es war mir neu, dass es auf dieser Insel irgendwas Interessantes gäbe. Ein riesiger Rucksack? Das erinnert mich einfach krass an den Maskenhändler. Ich habe gerade riesiger Rucksack gelesen und mein erster Gedanke war Maskenhändler. Gibt es den in diesem Spiel? Und übrigens habe ich noch irgendwie eine Sache im Kopf, das werde ich jetzt hier mal abchecken. Ich weiß, da war ein Schatz, aber ich meine mich zu erinnern, dass ihr mir gesagt habt, dass ich bei diesen Piratenfestungen alle Schiffe kaputt machen muss. Ich meine, ich habe das irgendwo mal in den Kommentaren gelesen, dass das bei diesen Piratenfestungen verlangt ist, alle Piratenschiffe zu versenken. Aber ich glaube, hier bei dieser Festung gibt es nur ein Schiff. Und das habe ich gerade versenkt und irgendwie komme ich dadurch nicht weiter. Ich glaube, ich wurde da in den Kommentaren hart geflaxt. Mies verarscht worden. So, jetzt müssen wir aber gucken, merken. Moment mal, der Schatz müsste irgendwo hier auf dieser Seite sein. Ich hoffe, ich habe das richtig im Kopf. Nein, so viel dazu. Wir fahren ein bisschen vor. Andere Seite nochmal. Wir hauen nochmal den Greifhaken runter. Sehr schön. Da haben wir ihn. Was gibt's hier für uns? Vermutlich wieder nur 200 Rubine. Und nachdem unser Geldbeutel sowieso voll ist, ist es quasi Rubine für den Arsch. Nein, direkt noch ein Herzteil. Ja, nice. Ja, heute Tag der Herzteile was. Und oh, ich habe auch Müll gelabert. Es gibt hier noch eins. Es gibt hier noch ein Piratenschiff. Auch das werde ich jetzt mal eben versenken. So. Okay, auch das haben wir versenkt. Gibt es hier noch eins? Nein. Kann ich die Kanonen kaputt machen? Geht das? Ja, die kann ich kaputt machen. Dann tue ich das jetzt mal. Dann, oh, jetzt hätte ich aber weggebolzt. Oh, ich muss fahren, ich muss fahren. Okay. Puh, das war ein bisschen dumm von mir. Aber ich werde hier mal alle Kanonen auch noch wegbolzen. Oh, das war ein nicer Treffer. Und dann werden wir mal abchecken, ob wir bei all diesen Festungen schon so lange etwas hätten freischalten können, aber einfach zu blöd waren dafür. So, ich glaube, eine Kanone müsste es noch geben.
Und zwar auf der anderen Seite noch von diesem Pfeiler. Hier auf der Höhe. Da auf der anderen Seite müsste, glaube ich, noch eine sein. Ja. So, jetzt habe ich alle Kanonen gehabt. Tatsächlich. Tatsächlich. Bei all diesen Festungen gibt es einen Schatz. Und ich bin einfach zu blöd, ihn mir zu holen, weil ich einfach die Kanonen nicht kaputt gemacht habe. Aber dann hatte der Kommentarschreiber doch recht. Und ich muss mich jetzt an der Stelle direkt mal bei ihm bedanken. Ich habe leider den Namen nicht mehr im Kopf. Ne, wenn ich da mal alle Kommentare unter den Zelda-Parts so am Stück durchlese, dann ist es aber sehr schwer, sich dann auch die ganzen einzelnen Namen zu merken. Aber derjenige, der es geschrieben hat, der wird auf jeden Fall wissen jetzt, dass er gemeint ist. Und da sage ich an der Stelle schon mal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Du hast mir damit einen sehr großen Gefallen getan. Und ich weiß jetzt auch, dass ich noch einiges nachzuholen habe. Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich darüber komme. Ich schätze, es wird am effektivsten sein, wenn ich hier den Wind in die passende Richtung drehe. Ich muss es immer schon spicken, weil ich mittlerweile schon 6 oder 7 Lieder habe, die ich spielen kann. Muss ich mal spicken, welche Noten ich zu spielen habe. So, und jetzt müssen wir den Wind in diese Richtung hier. Und dann sollten wir, glaube ich, mit dem Blatt... Oh, das sah gerade richtig schön aus, wie Link da in der Silhouette stand, hinter ihm die Sonne richtig schön. So, was können wir uns hier in den Piratenfestungen freispielen? Schatzkarten vielleicht? Würde sich anbieten. Oder vielleicht irgendwie eine ganz eigene Itemreihe? Nein, Schatzkarten. Okay, in all den Piratenfestungen warten noch Schatzkarten auf uns. Okay, dann sollte man auf jeden Fall merken, dass wir schon mal in Piratenfestung Nummer 3 waren. Ja, das müssen wir uns jetzt irgendwie merken. Ich mache hier nochmal kurz eben ein paar Schatzkarten auf. Keine Ahnung, wo die sind. Vielleicht sogar an den Piratenfestungen selber. I don't know. Ich guck mal eben nach. Nein. Nee, so sieht nicht so aus. Okay. I don't know. Gucken wir mal, ob das irgendwie besondere Schätze sind, die wir da freispielen, oder ob das auch einfach nur so typische 200 Rubine sind, wie man es kennt. Ich fahre jetzt auf jeden Fall noch weiter nach Norden. 3 weitere Kartenteile warten darauf, von uns entdeckt zu werden. Aber dieser Tipp von dem Fisch, dass da ein Typ mit großem Rucksack rumläuft, der Maskenhändler geht nicht mehr aus meinem Kopf. Und das ist mit einer meiner Lieblingscharaktere aus Zelda. Einfach nur, weil er aus Majora's Mask kommt. Und so legendär, mystisch, gruselig ist. Oh, ich liebe ihn. Ich habe unseren Best Buddy wieder entdeckt, der uns das Ganze hier aufzeichnet. Und das ist das westliche Feenkordial. Hier wird wieder eine Fee auf uns warten, Freunde. Und ich bin sehr gespannt, was die uns gibt. Vermutlich, dass wir 99 Pfeile tragen können. Zumindest würde es mich freuen. Auf der Insel namens Draconia, etwas im Osten von hier, soll es ein überaus praktisches Utensil geben, das man weitläufig als Greifhaken bezeichnet. Ja, wow. Hast du schon mal diese kleinen Monster namens Bockblin gesehen? Grüße an dich, Leon. Die immer auf dem Wachturm auf See stehen und auf ihre Fernrohre in die Weite gaffen, die so ein Glücksamulette haben. Ja, das weiß ich doch auch schon. Wer hat uns übelst altes Zeug erzählt? Bro, ich lebe doch nicht hinterm Mond. Was denkst du, wo ich herkomme? So, aber Leute, hier ist nochmal ein weiteres Feenhaus. Wow, das sieht grafisch übel geil aus. Das sieht gerade übel mächtig aus. Das sieht irgendwie grafisch viel besser aus. Ich weiß nicht, fällt mir das jetzt so auf, aber das sieht doch übel schön aus hier. Perfekt mit Licht und Wetterverhältnissen in Szene gesetzt. Geiler Scheiß. Das gefällt mir. Ja, ich muss wirklich sagen, grafisch gefällt mir dieses Spiel sehr gut. Ob man es glaubt oder nicht. So, einmal mit dem Hammer hier draufhauen. Hier darf man erst rein, wenn man den Hammer hat. Und dann können wir uns vermutlich jetzt die Möglichkeit holen, 99 Pfeile zu tragen. Und das ist, glaube ich, auch die letzte Fee. Jetzt haben wir einen im Norden, im Osten, im Süden und im Westen. Und die Mutter der Feen. Oder beziehungsweise dieses kleine Kind, was sie als Mutter bezeichnet. Junge, der du die Winde erwächst. Hier ist ein Beitrag, Bro. Die reden alle safe so, ganz sicher. Einfach kurz in die Fresse gerotzt. Nein, sie überstülpt uns mit netten Blumen. Jawohl, 99 Pfeile. Sehr schön. 99 Bomben können wir tragen. 99 Pfeile können wir tragen. Wir haben auch schon 5000 Rubine. Ich weiß nicht, ob noch auf 9999 Rubine erhöht wird. I don't know. Übrigens noch, weil es ab und zu immer noch in den Kommentaren steht, mir ist bewusst, dass ich nochmal zum Kanonen-Minispiel muss und nochmal zum Schiffe-Versenken-Minispiel. Das wurde mir schon öfter geschrieben. Aber die Leute denken immer, wenn ich es quasi nicht in meinem nächsten Part umsetze, dass ich das dann überlesen würde oder so. Keine Angst, habe ich mitbekommen. Und jetzt 2 weitere Kartenteile noch, Friends. Dann haben wir die gesamte Seekarte aufgedeckt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ah, wir drehen nochmal um. Wir drehen nochmal um. Denn da ist noch ein Schatz. Ein Schatz, den wir heben können.
habe ich gerade noch gesehen, als ich mich mit der Kamera ein bisschen umgeschaut habe, dass da noch ein Lichtstrahl ist. Sehr schön, auch direkt getroffen. Aber nachdem es vorhin ein Herz her war, werden es jetzt hier vermutlich wieder Rubies sein. Ja, 200 Rubies. Zelda Money. So sieht's aus. Schade. Die kann ich leider nicht mehr in meinen Geldbeutel aufnehmen. Sad life. Östlich von der Feeninsel befindet sich diese Insel hier. Die sieht auch sehr spektakulär aus. Jetzt werde ich aber erstmal hier aussteigen, ne? Zum einen, weil ich hier gucken will, was ich über dieses Terry VIP Bundle da bekomme, ne? Über dieses Ticket, was Terry uns hier per Post geschickt hat. Und vielleicht hat er auch irgendwas Spannendes für uns dabei. Wer weiß? Oh! Oh, hier ist der mit dem Helm. Der war ja sogar auf dieser Terry-Karte eingezeichnet. Der hat einfach ein Herz, eine Schatzkarte und eine leere Flasche. Okay. Aber ich habe 5000 Rubine. Ja, wir haben 5000 Rubine. Jetzt gucke ich aber trotzdem erstmal, was das Ticket bringt. Was soll ich damit? Ich bin kein Terry-Händler. Ach so. Ja, was bist du dann? Der Gladiator-Händler. Oh, ich begrüße Sie zum ersten Mal hier als Kunde. Sie haben aber wirklich Glück. Nur noch 7 Tage, dann schließe ich meinen Laden nämlich. Und deswegen veranstalte ich gerade einen Räumungsverkauf. Okay. Flasche, Herzteil, offener Preis und Schatzkarte. Ich nehme erstmal das Herzteil. 950 Rubine ist ja gar nichts. Das ist ja gar nichts. Peanuts für mich. Sehr schön. Dann haben wir noch die Flasche. Für 500 ist ja auch nichts. Was sind das für Preise hier? Das ist ja geschenkt. Und die Schatzkarte nehme ich gleich auch noch. 900, ja komm. Her damit. Passt. Direkt mal den ganzen Laden hier leer geräumt. Hat sich direkt gelohnt, 5000 Rubine zu sammeln. Oh, vielen Dank. Ist der Kunde glücklich? Bin ich auch glücklich. Ja, schön. Aber du hast nichts mehr. Aber cool. Mal eben eine leere Flasche, ein Herzteil und eine Schatzkarte mitgenommen. Also, da will ich nicht maulen. So, und jetzt schauen wir auch gleich mal, was mit dieser Insel hier drüben abgeht. Ich denke, ich muss hier vom Boot aus mir das Ganze hier erstmal freisprengen. Ne, diese ganzen Teile hier. Das werde ich mal eben machen. So, das weg. Dann kann ich dann nämlich, das ist so wahrscheinlich wie so eine Art Jump-and-Run-Parcours da hoch. Das bomben wir auch noch weg. Cool. Haben wir das auf jeden Fall freigeschaltet. Ich habe hier vorne den Fisch irgendwo springen sehen. Richtig, hier. Boah, aber heute erreichen wir richtig viel. Wir haben einfach 3 Herzteile heute schon bekommen. Das ist schon sehr viel. Aber nice, ne? Es ist aber immer so, je fortgeschritten ein Zelda wird, desto mehr Ernte kommt. Am Anfang findet man kaum was und dann wird es immer mehr und mehr und mehr. So. Gib mir die Infos. Was gibt's hier? Das ist die Isla Stalagmitica. Oh! Isla Stalagmitica, da habe ich doch mal was gehört. Wie lange ist es wohl schon her, Sermak, dass das Feuer des Leuchtturms von Portemonnaie erloschen ist? Oh. Okay. Oh, im Portemonnaie müssen wir den... im Portemonnaie müssen wir den Leuchtturm anmachen. Gut zu wissen. Auch das werde ich mir merken. So, aber jetzt... schreibe ich mir erstmal... Aber Isla Stalagmitica, da haben wir doch mal irgendwas gehört. Irgendein Fisch hat uns doch mal was über diese Insel erzählt. Irgendwas Besonderes war doch hier. Irgendwas war hier. Und warum haben wir hier diesen kleinen Stein weggesprengt? Das frage ich mich immer noch. Ich meine, dass hier irgendwas gewesen ist. Irgendwas Besonderes. Wir werden es rausfinden, Friends. Wir werden es rausfinden, ne? Weil wir uns den Weg hier schön freigesprengt haben. So, was gibt's hier für uns? Das ist auf jeden Fall ein Schild. Und ein Loch. Zum westlichen Feenkordial? Ja, das weiß ich. Okay, alles klar. Und wir können hier rein. Vielleicht ist hier wieder eine Fackel? Eine Fackel für das Geisterschiff? Oh nein, sind da schon wieder irgendwelche Kampfräume? Nee. Doch, es sind Fackeln. Ich bin gespannt. Oh, hier, das anmachen. Wow! Oh, das war nicht so gewollt. Okay. Hallo. Na, wie geht's? So, komm hier. Mach hier mal ein bisschen Action, Link. So, wie ein paar Wirbelattacken und Hua und Gotcha und... Ja, die machen mir ja gar nichts. Tja. Oh, jetzt habe ich mich doch eine getroffen. Ja, easy. Gar kein Problem.
und wir erhalten eine Holztruhe dafür. Das war auf jeden Fall ein sehr überraschender Moment. Aber irgendwie, unter Isla Stalagmitik habe ich mir irgendwas anderes vorgestellt. Ich meinte, hier war irgendwas Besonderes. Oder vielleicht finden wir irgendwas Besonderes hier in der Kiste? Wir wollen ja den Tag nicht vor dem Abend loben. Solange wir noch nicht alles erkundet haben, beschweren wir uns auch nicht drüber, dass es nichts Geiles gab. Oh, ist wieder eine Schatzkarte. Okay, es ist auf jeden Fall ein ganz großer Bestandteil dieses Spiels auf jeden Fall, diese ganzen Schatzkarten zu öffnen. Ich mache die mal alle auf, immer wenn ich sie finde, dass mir die auch immer schön auf der Overworld mit diesen Lichtstrahlen angezeigt werden. Ist, glaube ich, relativ important. So, zack, hier direkt wieder zwei aufgemacht. Aber sonst gibt es hier, glaube ich, nichts mehr. Dann verziehen wir uns wieder. Eine schöne Schatzkarte mitgenommen. Und dann war's das. Und das war's auch tatsächlich jetzt mit den Part-Friends. Ja, ich mach mal den Gangster und höre hier tatsächlich auf. Beim nächsten Mal werden wir die komplette Seekarte vervollständigen. Ich werde mir nochmal die Insel hier im Süden angucken. Das ist, glaube ich, diese verwüstete Insel, ne, da unten, ne? Und gucken, ob der Maskenhändler da rumtrollt. Ne, es hieß ja, Mann mit großem Rucksack, das kann nur der Maskenhändler sein. Und wir werden vielleicht auch beim nächsten Mal die ganzen Piratenfestungen noch abchecken. Und da uns noch die Belohnung holen. Wir müssen auch noch gib mir das Wort, die Croc-Quest machen mit den Bäumen. Also, wir haben noch einiges zu tun. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr folgt euch gefallen. Daumen nach oben, wenn es war. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Hübi.